Ah, cool, Whetstone. Oh, da kann ich schon mal anfangen. Vielleicht kann ich das schon beginnen mit dieser Arbeit, was ich machen wollte. Und zwar, so. Mal sehen, ob die Mod richtig drin ist, weil es kann sein, dass sie gar nicht drin ist und nicht funktioniert. Aber normalerweise schon. Mal sehen. Mal gucken. Ist das drin? Mal kurz. Ja. Ah, ich habe nicht. Nee, die ist halt nicht drin. Scheiße. Mann, hat irgendwie nichts funktioniert. Warte. Okay, gut, das funktioniert nicht. Nein! Scheiße. Aber egal. Das hab ich geschafft. Okay, gut. Wir werden dann noch später viele Seile brauchen, ist mir gerade aufgefallen. Naja, ich weiß nicht, ob ihr diesen Mod kennt. Vielleicht, ich weiß nicht, keine Ahnung, interessiert mich auch nicht so. Ist auf einmal ein Baum. Gut. Und zwar will ich jetzt noch ein bisschen so die Gegend hier ein bisschen verschönern. Nee, ein bisschen Holz farmen, das will ich. Und zwar machen wir uns mal ein bisschen Gear hier, also so Zeug. So, machen wir uns mal eine Stone Axt. Hier, so. Und ich mache jetzt keine große Stone Axt, weil ich nicht weiß, wie man die craftet. Und ich will nicht, dass das Video so peinlich endet wie letztes Mal, und deswegen mache ich einfach eine ganz normale. Und ja, ein bisschen Holz. Ich will viele Bäume hier haben und alles, damit ich immer Holz habe. Oh. Hey, warte mal, warte mal. Hä? Oh, ich habe so eine Mod auch drin. Habe ich Timber drin? Habe ich Timber-Mod drin? Alter, das habe ich gar nicht gewusst. Egal. Ich hab das voll vergessen. Scheiße. Oh Mann. Irgendwie ist das cool und irgendwie ist es gerade ein bisschen blöd, weil ich es nicht gewusst habe. Wie blöd kann das sein, aber. Ey, egal. Cool. Cool. Das erleichtert mir das Holz sammeln enorm und alles. Und es wäre schon ein bisschen cheaten, also das Timber-Ding. Aber es ist ja nicht nur, damit es schneller geht. Vor allem im Display ist das ja sehr fein, wenn es schneller geht und alles, weil keiner will lang zusehen, wie jemand die ganze Zeit Holz farmt und alles. Sehen wir, ein bisschen Holz farmen geht schon, so wie beim Timber-Mod hier, aber die ganze Zeit hier, das wäre schon langweilig, glaube ich mal. Ja, es ist ein Rego, dass ich den reingemacht habe. Ich hab's das voll verpeilt. Oh Mann, oh Mann. Aber, naja, egal. Lass mal weg. Da, so. Hier soll dann alles Bäume sein. Nee, hier nicht. Hier soll dann so ein Durchgang sein. Das baue ich dann alles raus. Oh Mann, das wird cool. Das wird cool. Leute, das kann ich auch versprechen. Das wird cool. Also ich finde es halt cool. Ich weiß nicht, wie ihr das cool findet oder finden werdet, aber egal. Nee, noch nicht, aber nee. Ich weiß, was ich sagen soll. Nee, lol. Also es wird leider wieder Nacht langsam. Nicht so gut. Ich wollte jetzt hier noch außen chillen hier so und Bäume pflanzen, genau. Das muss auch sein. Weil wir brauchen Holz, wir brauchen sehr viel Holz. Vor allem für das Boot hier dann. Und ja. Also ich glaube, ich mache zuerst ein bisschen Terraforming hier so. Bisschen aber nicht so total langweiliges und alles abbauen, sondern hier so ein vielleicht etwas lustigeres Terraforming. Vielleicht, ich weiß nicht, ob Terraforming generell lustig sein kann, aber naja. So, ich glaube, ich gehe mal kurz schlafen, damit das wieder Tag wird, damit diese Zombies und alles mir nicht angreifen können. Und ja, ich versuche immer so Abwechslung reinzubringen. Ich versuche nicht den. Jede Aufnahmesession immer das gleiche zu machen und so. So schon ein paar Folgen, wo man meint und wo man halt ein bisschen terraformt und so, aber ich will jetzt nicht die ganze Zeit das gleiche machen. So. Oh Mann. Vielleicht werde ich auch noch so Mods rein tun mit verschiedenen Dimensionen, das wäre auch noch cool. Aber naja, da kenne ich mich ein bisschen zu wenig aus und das muss ich noch ein bisschen überdenken und so. Ja.
Hier drüben, ich kann nicht mehr pflanzen, weil hier sowieso dann alles kaputt, weg geht. So. Hier oben werde ich noch ein paar Pflanzen. Hier so ein bisschen so. Dann noch hier einen. Ich soll alles so schöner Wald sein. Hier auch noch. Hier. Hier. Und das ist eh schon. Dann hier ein bisschen Holz abbauen und so, weil Holz brauchen wir immer. Timber-Mod ist so praktisch im Moment. Ist egal, weil das der Timber-Mod ist. Es gibt auch andere Mods, die das auch machen, aber naja. Was? Einmal mal neun? Hä? Was war da? Hat das gesehen hier links oben? Ich weiß nicht, ob das normal war. Wow, ist ein fetter Baum. Ist ja auch gleich abbauen. So. Oh Mann, ist der groß. So. Okay. Oh. Schöne Landschaft hier. So. Dann abbauen. Wow, wie viel Holz. Okay, das war gar nicht mal so viel. Oh, ich habe nur ein Stack. Ich habe ein Stack Holz. Gut. Gut, gut, gut. Oh, hier ist auch noch was. Sehr geil. Liegt oben auch noch Holz. Okay, ich warte jetzt noch, bis das alles runterfällt. Das wird schon irgendwann runterfallen. So. Und irgendwann in späteren Zeiten werde ich zurückkehren und mir das ganze Holz schnappen. Boah. Und die ganzen Säpplinge. So. Schnappen hier. Kurz. Auch nochmal hinsetzen. Soll alles grün bleiben und so. Und eben, ich habe vor. Ich weiß nicht, ob das normal ist. Ich glaube, ich habe nur so lange nicht mehr gespielt, aber dass man relativ viel Saplinge rausbekommt, ist das normal? Oder dass relativ viele Zombies spawnen und so und dass relativ viele Ores, also Metalle und so spawnen. Ist das alles normal? Ich weiß nicht. So lange nicht mehr so privat und normal gezockt, also das ist wirklich nicht mehr normal. So. Hier ist nur ein Skeleton. Ich höre es. Ich kann es fühlen. Nee, egal. So, was wollen wir noch machen? Ah ja, ich glaube, ich fange mal an mit dieser größeren Farm hier, damit ich immer was zu essen habe. Ich will jetzt nämlich keine Tiere mehr töten. Eine schon, ich will Kühe töten. Aber, naja. Sie soll nicht aussterben, das ist irgendwas. Okay, wir machen es am besten. Ich habe mir jetzt so gedacht, und zwar, dass wir hier so ausbauen. Hier. Ich brauche einfach mal die ganze Erde hier. So. Dann nehme ich hier mal die Feldhacke. Und baue mir das ab. So. Da wird dann alles angepflanzt. Dann kommt eins frei, dann wird die alles angepflanzt und so weiter. Und so fort. So. Ich glaube, ich versetze das mal alles hier so. Radish wächst eh relativ schnell. So, das Trampeln hier, so. Oh, genau, das ist fertig schon. So. Tun wir so einfach mal. Dann, naja. Egal. So. Alles hier ab, auch noch weg hier so. Alles zertrampeln hier so. Ganze schöne Arbeit, der Feldhack muss jetzt zertrampelt werden. Damit das hier schön aussieht. Oder halbwegs schön aussieht. So. Dann setzen wir hier mal das hin. So. Ich darf nicht rennen. Fall mir gerade auf. So, dann hab ich noch Dirt. Schmutz und so, damit ich das auch noch anpflanzen kann. Wäre cool. Habe ich aber leider nicht, also muss ich nochmal Schmutz farmen. Okay, komisch. Komm, machen wir das noch rein, damit die Ofenenergie nicht verloren geht. So. Jetzt können wir das raus tun. Oh, mir fällt gerade was ein. Ah! Okay, das war gerade nicht so gut. Egal. Das machen wir auch weg hier. Ah, genau, eine Schaufel werde ich dann machen. So. So. Aber zuerst machen wir das hier. Bauen das ab hier. Dann gehen wir hier rein, tun wir das hin, zum Mountain, das mit hier im Gold, und dann haben wir den Goldfurnace. Der brennt die Sachen zweimal so schnell als normal Furnace, und das ist ein großer Vorteil, würde ich mal sagen. Haben wir noch was zu schmelzen hier?
Wir haben das nicht zum Eisen kommen, das mache ich an. Dafür soll 2 den genügen. Ich finde sie nicht so verschwenderisch sein, deswegen mache ich das so. Aber wow, viel Eisen, eigentlich. Glaube ich mal. Das wird cool. So. Dann würde ich mal eine Schaufel machen, und zwar eine große Schaufel. Die weiß ich nämlich auswendig, wie die funktioniert. So, und dann. Nee, oder? Wieso geht das nicht? Ich bin. Mann, bin ich wirklich so blöd? So. Ja, jetzt hat es funktioniert. So, sehr gut. Mit dieser Schaufel hier gehen wir jetzt unter Wasser und machen ein bisschen Dreck hier nieder. Damit das Schiff dann auch Platz hat, wenn wir rumcruisen, rumfahren. Und damit hier unten so ein bisschen mehr Platz ist, so. So, alles abhängen. Ich mache so, damit es schneller. Okay, das ist wirklich schnell. Angeblich ist es so, wenn man eine verzauberte Diamantschaufel hat, also so eine große Diamantschaufel, dann ist man schneller, als würde man in Creative Mode abbauen. Okay, es ist hier schon verdammt schnell. Okay, das ist wirklich verdammt schnell. Der Sand kann immer brauchen für das neue Haus, das ich bauen werde. Ja, ich versuche immer so mehrere Sachen gleichzeitig zu machen oder halt mich nicht komplett auf eine Sache zu konzentrieren, damit das mir abwechslungsreich bleibt. Aber wenn ihr wollt, könnt ihr natürlich das Let's Play beeinflussen, indem ihr irgendwas in die Kommentare schreibt. Wenn ihr Bock habt, wäre cool irgendwie. Aber ja, müsst natürlich nicht. Immer nur freiwillig, nur freiwillig. So. Das auch noch abbauen. Okay. Und das auch noch weg. Und machen wir mal den nächsten Ding. Ich glaube, das wird dann für Radish. Also, Radies rennen. Ich weiß gar nicht, in welchem Mod Radish da nicht drin sind. Aber, naja, sind wir einfach da. Cool. Ein paar Radish Seeds. Und ich habe so viele Zeuge im Inventar, so viel Müll irgendwie. Tun wir einfach mal das hier weg. So. So, gut. Machen wir auch noch eine, so. Für Zuckerrohr. Okay. Dann wird das sehr schön farm. Oder halbwegs schön. Das wird dann alles noch, glaube ich, mit so Fence Gates und alles umrandet und schön gemacht, glaube ich. Ich habe das mal vor. Ich hoffe, das wird mal richtig cool aussehen. Ich weiß nicht. Hier steht übrigens ein Erdloch drin, damit ich so rüberspringen kann und da drüber dann. So. Gut, haben wir das auch nicht. Gebrannt. Genau, dann muss ich nochmal in die Upgrades schauen, wie die funktionieren. Weil es gibt da so Upgrades für diese Öfen. Genau, Pumpkins müssen wir noch anpflanzen. Fällt mir gerade auf. Aber das mache ich dann immer noch. Ja. Das noch. Ich werde dann nochmal nachsehen, wie einen Dinge da funktionieren. Ich weiß nicht mal, wie die heißen. Genau, die Upgrades für die Öfen. Das ist das, was die Öfen ausmacht, die Upgrades. Und das ist schneller als. Oh, hier liegt noch was. So. Die Renner, so. Hier sind noch so ein paar Upgrades für die Öfen und die werde ich jetzt ein paar machen, glaube ich. Also ich. Nee, warte mal. Ich weiß nicht, ob das funktioniert. Habe ich die Materialien schon? Ich. Nee, nee, ich muss die. Ich glaube, ich habe die schon. Ich habe nicht im Upgrade hier. Zwar Auto-Input. Okay, das funktioniert, glaube ich. Den kann ich nicht machen. Aber Auto-Output kann ich mal machen. Okay, Gold, Glas. Gut, das kann man auch machen. Dann. Was? Diamant? Für Auto-Input. Scheiße, brauchen Diamanten. Was? Scheiße. Okay, das geht nicht. Okay. Nee. Nee.
Das kann ich mal gleich abschminken.